Professor vor Ort, bin 26 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ja, mit 20 Jahren hat der Haarausfall etwas begonnen und da war es für mich zu Beginn noch nicht gar so schlimm, aber dann war es dann im Endeffekt so, jeder Blick in den Spiegel hat mir dann gesagt, ja, es wird langsam an der Zeit, das zu tun, und im Endeffekt war es auch die richtige Entscheidung. Also auf Basis der guten Rezession im Internet bin ich auf Elitea gestoßen, habe mich dann noch etwas tiefgründiger informiert und ja, zuletzt war für mich dann die Entscheidung klar, eben die Haartransplantation hier zu machen, weil ja, durchwegs positive Bewertungen zu lesen waren. Etwas familiär bedingt, weil meine Schwester ist hier sehr verwurzelt mit der Türkei und hat auch nur Positives berichtet, und ja, aufgrund dessen war dann die Entscheidung, in die Türkei zu gehen, dann die naheliegendste, zumal der Weg jetzt auch nicht der allerweiteste ist, mit ja, 2 Stunden Flug, von daher war die Türkei. Die Bedenken, muss ich sagen, sind vielleicht ein bisschen da, auf jeden Fall, weil ich nicht so direkt weiß, was mich erwartet, wie es dann in dem nächsten Stadtteil ist. Also hier war es, wie schon gesagt, nicht der Fall, dass es irgendwie was zu merken gibt hinsichtlich der politischen Lage. Und ich gehe auch stark davon aus, dass es in Fatih jetzt in dem Fall genauso der Fall sein wird, dass wir da ja, nicht auf irgendwie Konfrontation stoßen werden. Ja gut, aus dem Flugzeug ausgestiegen, wurden wir direkt vom Vodafone-Shop abgeholt, wie es auch vereinbart war. Der Transfer war eigentlich recht zügig und schnell. Der Mitarbeiter war sehr, sehr freundlich, hat uns gleich den Weg zum Bus gezeigt, uns dann hier im Hospital rausgelassen zur ersten Voruntersuchung. Und dann durften wir halt den restlichen Tag noch im Hotel verbringen, entspannen, relaxen, zu Abend essen. Und dann ging es ja am nächsten Tag schon los. Am Tag der Operation wurden wir dann vom Hotel entsprechend abgeholt von Mitarbeitern von Elitea und ja, wurden hier recht herzlich empfangen. Und dann ging es eigentlich auch schon gleich los zum Herrn Dr. Balbi, zum Voruntersuchungsgespräch hinsichtlich der Grafts, hinsichtlich der Konturen anzeichnen. War durchwegs freundlich, hat sich sehr viel Zeit genommen, auf meine Bedarfe einzugehen. Und die Dolmetscherin war auch stets vor Ort, sodass da auch keine sprachlichen Barrieren aufgetreten sind. Ja, war auf jeden Fall ein Gespräch mit, in Summe wurden mir 3700 Grafts eingepflanzt. Es war dann doch eine recht langwierige OP von 7 bis 8 Stunden. Ja, die Schritte selbst, die wurden einem im Vorhinein immer erklärt. Heißt, wenn es zur Anästhesie ging, wurde man davor ja, kurz informiert, dass es jetzt losgeht. Da wusste man eigentlich über jeden Schritt Bescheid und auch über die 3 Steps, wie die OP dann aufgebaut worden ist, wurde man auch immer informiert. Herr Dr. Balbi ist dann auch immer wieder sporadisch dazugekommen, hat sich informiert über den Status der OP. So in Summe war es auch eine sehr freundliche Atmosphäre. Ich durfte Fernsehen schauen, mit dem Smartphone spielen, in Anführungsstrichen. Also, mir ist nicht langweilig geworden. Also es war dann noch an Entertainment geboten an der Stelle. Es ist meine erste Haartransplantation, deswegen kann ich jetzt noch nicht so viel über andere Kliniken berichten, aber in Summe ist es hier einfach ein sehr freundliches Personal, ein sehr professionelles Personal, die was von ihrer Arbeit verstehen. Und das sieht man auch auf Basis der ganzen Kundenbewertungen, die im Netz zu lesen sind. Von daher ist es eigentlich eine uneingeschränkte Empfehlung, bei Elitea sich die Haare transplantieren zu lassen. Ich habe mich immer sehr, sehr wohl gefühlt in jeder Phase der OP und von daher ist meine uneingeschränkte Empfehlung, seine Haare gerne bei Elitea transplantieren zu lassen. Also ich denke schon, dass es zumindest ein kleines Stück weit mein Leben positiv beeinflusst. Also ich bin jetzt so vom Typ her eigentlich auch ein sehr selbstbewusster Mensch, aber es hat dann doch mich etwas gestört mit den Haaren. Demzufolge habe ich es ja auch durchgezogen, das Ganze hier. Und ich glaube schon, dass wenn dann die ersten Haare dann langsam anfangen zu sprießen, dass es dann doch eine recht schöne Form von Glücksgefühlen ist und man im Endeffekt dann doch froh ist, diesen Schritt gewagt zu haben. An die anderen Patienten gerichtet, wenn sie sich dazu entscheiden, bei Elitea die Haare transplantieren zu lassen, ist es absolut keine falsche Entscheidung. Sie machen das, sie machen das Richtige an der Stelle. Wie gesagt, meine Erfahrungen sind durchaus positiv, deswegen uneingeschränkte Empfehlung. Wenn Sie das Bedürfnis haben, dann machen Sie das und auch gerne hier professionell, familiär und rundum sorglos.